Na dann. Ich glaube, das lief ja mehr schlecht als recht. Ich bin ja im Prinzip die Ruhe selbst, nur heute nervös. Und hier kommt man leider nirgendwo rein. リンウェルの魔法って毎回呪文を唱えないといけないのか？うん。呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ？それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。 じゃあ、リンウェルが唱え始めたら、敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、 きっと役に立つと思うから。ディスオイル。ここの人たちにとってヘビの目というのは本当に恐ろしい存在なんだ。そして、ジルファはシスロデンか。途中で追いつけるといいが。私は もともとみんなをシスロデンに連れて行くつもりだったわけだけど、一つ忠告。忠告？シスロデンへはこの先にある森を通るんだけど、すごく危険な場所なの。ズーグルか？うん。狼のね、ひときわ大きいのが群れを率いてる。私も雪道に襲われてそれで仲間とはぐれたんだ。わかった。気をつけよう。 Du bist hier drauf bis 10. Bei 4 schlag einfach zu. Das erwartet niemand. Das stimmt. Das stimmt. Oh. Ich habe auch wieder Lust auf Spinatkartoffeln und Ei. Das ist richtig lecker. Wobei, geil ist ja auch Rahmspinat, ne? Spinat mit dem Blub, aber selbstgemacht mit dem Blub. Beziehungsweise verfeinert mit Blub. いつまでここにいるつもり？いや、この先に備えてだな。危険な森に挑むんだ。準備はしっかり整えておこう。 Ja, Blub wird das hier auch. Oh, Iron, ich komme zum Essen. Limmel, gib mir was ab. Jetzt. Oh, das ist so lecker. Frosches isst das auch gerne. Meine ich zumindest. Und wir haben das immer gern gegessen. Was meine Oma sagt auch immer doofe zu mir. Sowas würde meiner Großmutter nie einfallen. So, ja, hier haben wir noch. Hören. Ja, da sind doch noch die ganzen kleinen Gespräche, die wir noch nicht gehört haben. Rasten wir nochmal. Ein Obst-Sandwich. Mehr fallen gelassene Objekte. Zeit mit Gruppenmitgliedern verbringen. Verbringe Zeit mit Gruppenmitgliedern, während ihr im Lager rastet. Um eure Bindung zu stärken. Man weiß ja nie, vielleicht passiert etwas Schönes, wenn ihr euch besser kennenlernt. Sion, skoshi iga. Yasumou to shite ta no ni. Nani ka yo? Ja, yo to iu hodo no koto ja nai nda ga.
Schau dir erst mal noch mehr Hunger zu bekommen. Hier ist so. Ist echt so, ey. Naja, noch ein bisschen, noch habe ich ein bisschen, bis Essen passen ist. いざって時に困るかもしれないし。治癒術を使えばすむじゃない。シオンはそれで良くても頼みたい奴は言い出しにくいかもしれないだろ。必要ならそう言えばいいだけだわ。私が意地悪して断るとでも思ってるの？そういうことを言ってるんじゃない。じゃあ何なの？周りくどい言い方はやめて。俺が言いたいのは、つまり。 一緒に行動するなら、意外に。アイロン。そうでない方がいいに決まってるってことなんだ。よく、わかんないです。でも、どうしても君にしているというのはわかった。あなたに余計な負荷をかけたいと思っているわけでもないし。だから、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 だから
Mahlzeit. Alter, das Schwert sieht aber geil aus. Aber ich will die neue Folge heute schauen. Nein. Nein, wolltest du nicht. Okay, die Waffe ist geil. Die sieht geil aus. Aber wir können das leider alles noch nicht holen. Was für ein Scheiß-Steinfrog. Immer. Das war nur der Weg. Ah! Ah! Ich dachte eben gerade so, hä? Was willst du jetzt von mir? Ich dachte erst so, hä, was ist das für, was sind das für Nachrichten, die da jetzt ankommen? So, hä, was will der von mir? Ich wollte ja eigentlich schreiben, ganz entspannt machen. Und dann kam der Regen. Weil dann irgendwas mit Textabschnitt, BNG, irgendwas. Und da dachte ich so, hä, ist das jetzt irgendwas Wichtiges, was ich denn für dich halt ausdrucken muss? Oder keine Ahnung. Ich bin nur ein bisschen nass. Achso. Fährst du jetzt, oder? Nee, ich wollte ja nur das ausdrucken. Ah, okay. Aber ganz entspannt. Ich muss noch den Anhänger fertig. Okay, dann drucke ich sie einmal ganz schnell aus. Ja, lass jetzt mal. Oh, ich will das auch sehen. Das sieht aus wie so ein Pudel. So, warte mal, ich muss einmal ganz kurz was Wichtiges ausdrucken. Gut, Drucker ist an. Oh Gott. Das ist ein Beschissener, wenn der Drucker bei mir steht, ne? Geht er jetzt auch. Ja, aber er geht jetzt extra für mich die Eule holen. Nein, er muss den Anhänger fertig machen. Und muss doch mal zu seinem Vater. Und da irgendwas. Zum Schwiegerpapa in Spee. Da irgendwas machen. So. Ach du Scheiße. Okay. Wo kann ich drucken? Da drucke ich. Ich drucke so selten, ne? Ja. Drucken. Wer hat er dir schon geholt und trägst du jetzt erst dazu? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Ah, okay. Er druckt. Ich habe die Kopfhörer dichten alles so ab, ich höre nicht mal, ob der Drucker druckt. Es geht sofort weiter. So. Aber draußen scheint es wohl so doll zu regnen. Der ist komplett nass von oben bis unten. Vor allem bis eben war halt noch alles trocken, sozusagen. Und jetzt ist er so pitschnass, ey. Vor allem hat er mir dann halt auch so Nachrichten geschrieben. Mit irgendwas pinnen sie kopierte Textausschnitte an. Und ich denke mir nur so, okay, was soll ich jetzt mit den Textausschnitten machen? Was will der Mann von mir? Was ist jetzt sein Auftrag? Weil, ne, ich sollte ja eigentlich nur was ausdrucken. Aber pinnen sie Textausschnitte an. Und ich dachte so, hä? Was? hat es hier von. Auch, mein Sohn durfte im Regen mit dem Rad nach Hause kommen. Oh, scheiße. Wäre schon mal trocken, zieht Kopf ein. Das ist die Frage, Mappa, das ist die Frage. Aber ich glaube nicht. Er sieht immer nur trocken aus. So. Okay. So. Muss er sich dann gleich mal angucken, ob das alles so richtig ist. Oh! Mutig ist mit Durchfall und trotzdem furzt. Oh, ja. Aber meistens geht's in die Hose. Das sind Worte. So. Ah, wir können nichts herstellen.
Scheiße. Dann können wir eigentlich auch hier die Dinger holen. So. Das geht schnell in den Schlipper. Ja. In den mit dem Einhörnern. Oder in den mit den Entchen. Man weiß es nicht genau. ここがレイの狼がいるという森か。ジルファたちの気配はなさそうだな。うまくやり過ごして森を抜けたか、それともすでに襲われたか、どちらかね。嫌なことを言う。事実を言っただけよ。急ぐんでしょ。大丈夫だよ、フレル。 Alter, das sieht aber richtig geil aus mit dem Schnee, finde ich. So, ich will aber einmal kurz manuell speichern. Das habe ich lange nicht mehr getan. Irgendwie neige ich gerade dazu, die Outfits zu ändern. Warte mal. Wir haben für ihn ja... Oh Gott. Das sieht so grauenhaft aus, die Frist. Wir haben eine neue Rüstung bekommen. Oh Gott, das sieht so geil aus. Komm, die ziehen wir erstmal an. Ja, da bleiben wir bei. Okay, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. So, warte mal. Ich bin noch nicht fertig, ich habe hier noch einen Charakter. Nimm mal ein Google-Sprüchchen hinter. Du, ich würde mir. Ich würde Iron zutrauen, dass er super ist. Gott, sieht das geil aus. Ich habe ein Büchlein. Gott, sieht das geil aus. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe mein Lieblingsspiel gefunden. Ich muss ja echt zugeben, das ist, ich glaube, mit das beste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Ich meine, ich kann Kostüme anziehen ohne Ende. Ich krieg einfach durch die Story welche. Das ist so toll. Ich bin glücklich. Ich frage mich nie, was ich mir dabei gedacht habe. Das fragen immer die anderen. Das muss so. Das muss so. Tomaten. Hallo, Wolfs. Als Wolfies. Sein Kostüm sieht aber halt auch mega aus, ne? Ich glaube, das werde ich immer so nach Tagesform ändern. Kostüme. Okay, da komme ich nicht rüber. Ja,
Samtpfoten schnurren. Ah. Und soll nicht nur auf das Äußere achten. Das schaut ja auch aus wie Zucker. Das soll ich immer erst anlecken. Du bist ja noch nasser als vorher. Gott sieht er aus. Gott, bist du nass? Ja. Ich bin ja so nass, ich kann das gar nicht anpassen. Ja. Bitte. Und ist alles drauf? Ja. Ich hoffe es. Ja. Ja, ich habe einfach nur alles nochmal ausgedruckt. Oh ja. Und du schrumpfst. Okay. Mal vorsichtig. Meld dich zwischendurch. Ich will mir unter eine Hose anziehen. Nee, nachher werde ich nochmal nass. Vorsichtig. Der Hund war draußen, ne? Okay. Liebe dich! Oh. Schön. Okay, warte. Die hintere Leiste kann ich leider nicht umändern. Das ist das Problem gerade. Ich habe immer noch die... Wobei, doch. Klingt es ja rot? Ich kann es gleich mal ausprobieren. Ist mir nicht. Warte. Warte, wir haben es gleich. Das eine kann ich umändern. Dafür muss ich das einmal... So. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Kriege ich das andere umgeändert? Das kriege ich umgeändert und... Warte kurz. Das andere kriege ich leider nicht umgeändert. Da brauche ich noch eine neue Batterie für die eigentliche Fernbedienung. Ich habe nämlich hier eine Fernbedienung. Da muss mir frisches aber noch eine Batterie reinhauen. Leider. Weil dann könnte ich das auch auf Rot machen. Weil die Rückwand geht leider nicht. Aber wir haben jetzt verschiedene Rottöne. Dadurch, dass sich das da hinten ändert. Aber der ganze Raum ist rot. Warte. Ist auch da oben rot. Es sieht zwar ja orange aus, aber es ist rot. Wir haben einen roten Raum. So. Halbwegs rot. So rot, wie es geht. Ja, ich muss... Rotlichtmilieu. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, haben wir noch Batterien für diese Fernbedienung? Also für die Großen? Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch mitgekriegt hat. Also für diese hier. Dann müsstest du oder könntest du dann im Laufe der nächsten Tage, wenn du wieder einkaufen musst, kannst du ja welche mitbringen. Wir brauchen eh welche als Ersatz. Bei der einen geht, glaube ich, die... Was? Halt einfach nochmal nö. Ey! Bring welche mit. Ich weiß, dass er sowieso welche mitbringt. Also wie gesagt, nicht heute. Bitte nicht heute.
Ey! Nüppidi nö. Da doch, macht er. Ich weiß, dass er es macht. wenn ich ganz lieb gucke. Und bitte mache. So, eben neue Folge mit Kumpel schauen. Und dann essen. Bis später, vielleicht. Bis Würsing, Iron. Ich weiß auch noch nicht, wie lange ich noch mache. Also gerade bin ich wieder im Suchtfieber. Aber da Frutus eh jetzt noch wegfährt, denke ich, werde ich noch so eine Stunde, zwei Stunden bestimmt noch machen. Also ich mach tatsächlich länger als angedacht. Aber auch nur, weil Frutus halt noch wegfährt. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon Feierabend gemacht. Auf Würsing. Killergurken! Du bist später sie, ich fahre gleich los. Mach das, fahr vorsichtig. Und ja, nicht zu schnell fahren. Bei dem Wetter. Sie sehen eher wie Pissos, aber nicht wie Gurken. Ja, ist so. Aber, Mappa, ich kann dir, wenn du magst, nachher mal Bilder, also falls ich die Bilder finde, von den anderen Tales-Teilen zeigen. Da gibt's auch immer wieder Killergurken und keine, außer eine einzige, sieht aus wie eine Killergurke. Ich weiß aber nicht, ob der Name kam, Killergurke. also, ganz ehrlich, wenn ich einen Gegner sehe und der heißt Killergurke, ich würde eher ein Lachen ausbrechen, als davor Angst zu haben. So, Tachchen, ich bin die Killergurke. Wie geht's? Ach ja. Noch mehr Killergurken. So ein Tintenfischpilz könnte das sein. Durch die Tentakel? Yeah, du Sprecher. Klar, jetzt kriegen wir die Erdsamen, ne? Jetzt kriegen wir die Erdsamen hinterher gepfeffert. Ich hab da was Knurren hören. Das war nicht mein Magen. Ah, wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Ouch. Und noch mehr Killergurken. Ich geh trotzdem noch mal rein.
Ich hab da schon wieder irgendwas gehört. Wir müssen auch noch die nächste Eule finden. Geld. Welches Level haben wir? Oh, 13. 13 geht ja schon. Die braucht 800 braucht die. 800. Die hat auch noch nicht genug. Pfirsich-Chili. Okay. Also ganz ehrlich, ich würde mir in den Arsch abfrieren in dem Wasser. Heil mich. Danke. Aber 18 FP, das ist schon mal Onyx-Einteiler. Okay, warte mal, Onyx-Einteiler. Okay, bei ihm ist es gerade hier. Giftamulett, komm. Gut, Eule schlägt nicht an. Da möchte ich aber noch einmal kurz hoch. Kann sein, dass da oben noch was ist. Ja, hier ist jemand. Ja, da hat man nochmal gesehen, dass die Augen tatsächlich leuchten. Ich war auf der Suche nach Nahrung und habe mich verletzt. Bitte lasst mich nicht hier zurück. Ich überlasse euch das dafür das hier. Wertsamen. Ja. Natürlich helfen wir den anderen. Das sind Großwölfe. Alpha-Eiswolf und normaler Eiswolf.
Also habe ich mich nicht getäuscht, dass er größer ist. Ich bin gleich tot. Danke. Ich kann keinen Fallschirm kriegen. Hier kleidet es gleichzeitig falsch. Ja, stimmt. Die Serie geht elegant hinab. Level auf Spiel. Sehr geil. Orangengelee. Okay. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ich glaube, ich habe mir in keinem Spiel bisher so viel Mühe gegeben, jedes Gebiet abzuklappern wie hier. Da hat jemand ein Item benutzt. Okay. Katzen und Hunde bringen sich um. Zumindest so, wie das oben gerade klingt. Es ist kaum das Härchen weg, ne? Bringen die sich da oben gegenseitig wieder die Barrikaden. Eisenkraut. Okay. Bin ich jetzt nur für ein Eisenkraut hier hingekommen? Lachs. Ich habe das Gefühl, der Schnee wird einfach immer schlimmer. Uff, warum muss es auch so ein Zeuge sein? So kann ich doch nirgends hingehen. Was machst du an einem so einem gefährlichen Ort? Ich? Was macht ihr alle hier? Ihr seid mir doch nicht den ganzen Weg hierher gefolgt, oder was? Wenn ihr vorhabt, mich zu melden, dann überlegt euch das nochmal gut. Wir werden dich nicht verraten. Wir versuchen nur nach Süßloden zu kommen. Um einen verhafteten Freund von uns zu retten. Hä? Also seid ihr ein Haufen Verrückter? Großartig, verschwindet von hier, bevor ich wegen euch verhaftet werde. Du hast einen Zeuge erwähnt. Lauter war da vorne noch ein starker? Ja, ein Wolfszeuge. Er ist riesig und richtig zäh. Schlimmer noch, er ist dabei auch noch leichtfüßig. Vielleicht könnt ihr ihn schlagen, wenn ihr seinen Schwachpunkt trifft. Aber ich schaffe nicht mal, ihm auch nur einen Kratzer zuzufügen. Verdammt, ich dachte, wenn ich diesen Agenten vom Amt folge, würde ich es durch den Wald schaffen. Der ganze Plan ist jetzt wohl für die Katze. Nicht unbedingt. Wir werden uns den Zeuge ansehen und schauen, was wir gegen ihn ausrichten können. Ha, ihr seid doch verrückt. Ihr seid doch verrückter, als ich dachte. Wenn ihr denkt, dass ihr das wirklich schafft, dann nur zu. Tut euch keinen Zwang an. Machen wir gern. Ja, vor dem Zeuge muss ich aber nochmal jetzt wirklich trinken Nachschub holen. Hab nämlich nichts mehr. Auch wenn ich dann in den Regen raus muss. Okay. Hier halten wir mal ganz kurz an. Dann bin ich gleich wieder da. Versuche nicht allzu nass zu werden. Und ja, dann bis gleich.
Sous-titrage Société Radio-Canada